Ginocchia di davanti a Yotar, re di Metropolis. Il re di Metropolis! Tu usi la scienza per uccidere! Proverai sul tuo corpo che cos'è la mia potenza. Se mi stanno una volta, so se mi manchi di strano. Ma che te che fai fatte? So schlecht behandelte Filmkopien haben natürlich keine lange Lebensdauer. Jeder Operateur sollte daran denken, dass die dem Kino vermietete Filmkopie Eigentum des Filmverleihs ist und ihm lediglich zur Vorführung überlassen wird. Der Operateur ist verpflichtet, diese Kopien mit größter Sorgfalt und Sachkenntnis zu behandeln. Normalerweise geht die Kopie nach Ablauf der Spielzeit an den Verleih zur Kontrolle. Oft ist dies aber aus termintechnischen Gründen nicht möglich. Die Kopie wird also, wie in diesem Falle, direkt an ein anderes Kino spediert. Nicht flach gerollte Kopien können übrigens auf dem Transport beschädigt werden, da die vorstehenden Filmlagen unter Umständen durch Druck, Schlag oder Fall abgedrückt werden können. Leider kommt es immer wieder vor, dass einzelne Operateure die ihnen anvertrauten Kopien derart schlecht behandeln, dass der Nachspieler viel Zeit dazu aufwenden muss, um den Film wieder vorführbereit zu machen. Der Verleiher hat angeläutet, der Film kommt von einem anderen Kino. Ja, er ist bereits da. Die Maschinenpflege gehört zu seinen Hauptaufgaben. Täglich sind alle filmführenden Teile zu prüfen und zu reinigen, um so eventuellen Filmbeschädigungen vorzubeugen. Eine der wichtigsten Aufgaben aber ist die Kontrolle der Filmkopien. Vom Vorspieler nicht entfernte Fettstiftzeichen an den Rollenenden sollen entfernt werden. Auch werden verölte Aktanfänge und Enden gereinigt. Jeder Operateur muss sich zur Pflicht machen, die eingehenden Filmkopien sofort zu kontrollieren.
den Filmbefund richtig und wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend dem Verleih mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. Die Prüfung des Films erfolgt in der Form, dass man den Film mit mäßiger Geschwindigkeit umrollt, die Perforation dabei durch die Finger gleiten lässt, und zwar so, dass der Filmstreifen zwischen Zeigefinger und Daumen geführt wird. Ei, 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 das ist nicht zum Glauben. Wie kann man nur noch? Der vom Vorspieler unrichtig behandelte Film muss nun nach Möglichkeit repariert werden. Jeder Operateur sollte in der Lage sein, einwandfreie Klebestellen anzufertigen. Hilfsmittel wie Filmhobel und Klebepresse sind natürlich Voraussetzung. Diese schematische Darstellung zeigt, dass die Klebestelle so in die Filmführung am Bildfenster einlaufen muss, dass die Stoßstelle nicht auf den festen, sondern auf den federnden Teil der Filmführung auftrifft. Das wird dadurch erreicht, dass das Abschaben der fotografischen Schicht an der Kopfseite des Bildes und nicht an der Fußseite erfolgt. Von Zeit zu Zeit hält man den Filmstreifen gegen das Licht. So kann man feststellen, ob der Ton- oder Bildstreifen Kratzlinien oder sonstige Beschädigungen aufweist. Nun wird die Filmbefundsanzeige, die ein integrierender Bestandteil des Filmmietvertrags ist, ausgefüllt und noch vor der ersten Vorstellung an den Verleih spediert. Perforationsbeschädigungen, Kratzlinien, Verregnung, Sprungschrammen, Querschrammen und Randeinbrüche müssen in die entsprechenden Kolonnen der Filmbefundsanzeige eingetragen werden. Die Bildformate des 35mm Kinofilms haben im Laufe der Entwicklung verschiedene Wandlungen durchgemacht. Das Stummfilmformat mit einem Bild-Seitenverhältnis von 1 zu 1,4 wurde etwa 1930 vom Lichttonfilm verdrängt. Stummfilme und auch längere Zeit die Tonfilme bestanden aus feuergefährlicher Nitrocellulose. Nitratefilm neigt schon bei geringer Erwärmung zu explosionsartigen Verbrennungen. Seit einiger Zeit wird fast ausschließlich schwer flammbarer Sicherheitsfilm verwendet. Er zersetzt sich fast flammenlos und erlöscht meist von selbst wieder. Im Jahre 1953 wurden die verschiedenen Breitbandformate eingeführt. Auch die anamorphotischen Breitbandverfahren wie Superscope und Cinemascope verbreiteten sich schnell auf der ganzen Welt. An modernen Kinoprojektoren müssen nur die entsprechenden Objektive und Bildfenstermasken ausgewechselt werden. Hier sehen wir einen Cinemascope-Film. Die Bilder sind anamorphotisch aufgenommen, das heißt, sie sind in der Horizontalen gepresst. Wird ein Cinemascope-Film mit einem normalen Objektiv projiziert, ist das Bild auch auf der Leinwand noch gepresst. Die Gegenstände erscheinen in der Horizontalen zu kurz. Dem normalen Objektiv wird nun eine anamorphotische Linsenanordnung vorgesetzt, um das Bild in der Horizontalen zu entzerren. C'est votre position. Restez-y. L'Andel doit couvrir le chef. Bereits bei der Einführung des Cinemascope-Verfahrens wurden Kopien mit 4 Magnettonpisten hergestellt. Die 4-Kanal-Wiedergabe ergibt einen stereophonischen Effekt. Das Tonabtastgerät ist bei normalen Projektoren zwischen Projektorwerk und oberer Feuerschutztrommel montiert. Beim Lichttonverfahren ist der Ton gegenüber dem Bild um 20 Felder vorversetzt. Beim Magnettonverfahren dagegen liegt der Ton 28 Felder hinter dem Bild. Die bis vor kurzem allgemein als Lichtquelle dienende Kohlebogenlampe
wurde in neuerer Zeit vielfach durch die Xenon-Hochdrucklampe ersetzt. Etwa ein Drittel der Kinotheater in der Schweiz sind heute mit Xenon-Lichtquelle ausgerüstet. Bei allen Arbeiten am geöffneten Xenon-Lampenhaus ist eine Schutzhülle um den Xenon-Kolben zu legen. Hierbei sind unbedingt Gesichts- und Handschutz zu tragen. Das Lampenhaus darf erst bei abgekühltem Xenon-Kolben geöffnet werden. Die regelmäßige Reinigung von Spiegel, Kontaktflächen und Lampenhaus ist erforderlich. Der Gasdruck im Quarzglaskolben beträgt im kalten Zustand rund 8 Atü, im Betrieb ungefähr das Doppelte. Xenonlampen sind meistens mit einem Kaltlichtspiegel ausgerüstet, der die Eigenschaft hat, nur die sichtbaren kalten Lichtstrahlen zum Bildfenster zu reflektieren. Die unsichtbaren warmen Strahlen werden nach hinten absorbiert. Big enough, Snit. Can't be sure at this range. Can't be sure. 80 yards safer. Where do you want to be? Vorläufig ist allerdings die Kohlebogenlampe noch vorherrschend als Lichtquelle in Betrieb. Zwischen einer Positiv- und einer Negativkohle entsteht durch Anlegen einer Gleichspannung ein Lichtbogen, der als eigentliche Lichtquelle dient. Das Licht wird durch einen Hohlspiegel gegen das Bildfenster reflektiert. Als Kühlung für die Filmbahn dient je nach Projektormarke Wasser oder Luft. Einzelne Fabrikate verwenden auch Wärmeschutzfilter. Für die heutigen neuen TOT-AO und Cinerama-Verfahren wird ein Film von 70 mm Breite benutzt. Der 70 mm breite Film weist pro Bild 5 Perforationen auf, im Gegensatz zu 4 Perforationen pro Bild beim 35 mm Film. Für den stereophonischen Ton sind 6 Magnettonpisten vorhanden. Wir befinden uns hier in einem Vorführraum, der für 35 und 70 mm Wiedergabe eingerichtet ist. In kürzester Zeit kann der Projektor von 35 mm auf 70 mm Wiedergabe umgebaut werden. Es müssen lediglich die Filmbahn, die Filmtüre, die Zahnrollen und das Objektiv ausgewechselt werden. Das Bildfenster ist bereits in der Filmbahn eingebaut. Jede Rolle eines 70 mm Films ist auf Spulen in einem Metallbehälter verpackt und wird in diesem Zustand spediert. Die mitgelieferten Spulen sollen nicht für die Projektion benutzt werden. Der Film ist also auf andere, zu den Projektoren gehörige Spulen umzurollen. Da für das 70 mm Filmformat noch kein Filmhobel existiert, muss der Film zum Kleben von Hand vorbereitet werden. Die fotografische Schicht und die Magnettonpisten werden mittels einer Klinge oder eines Radiermessers geschabt. Dann wird der Film mit Hilfe einer einfachen Klebepresse geklebt. Bei der Filmkontrolle wird der 70 mm Film ebenfalls zwischen den Fingern geführt. Doch ist zu beachten, dass man ihn mit der Hand von unten hält, um die Magnettonpisten nicht zu beschädigen. Das TOT-AO System verdankt seine Bezeichnung dem Promotor des Ganzen, nämlich Michael Todd, und den ersten Buchstaben von American Optical Company, welche Firma das Objektiv für dieses Verfahren entwickelt hat. Musik.
Während der Vorführung überprüft der Operateur laufend die Projektoren auf ihre richtige Funktion. Wenn die erste Filmspule abgelaufen ist, wird auf den zweiten Projektor überblendet, ohne dass das Publikum im Kinosaal den Übergang von einem zum anderen Projektor bemerkt. Hier sehen Sie den Filmlauf im Projektor und hier befindet sich das Magnettonabtastgerät, wo der Ton von den 6 Magnettonpisten abgenommen wird. Die Projektionsgeschwindigkeit beträgt wie beim Normalfilm 35 mm 24 Bilder pro Sekunde. Die schweizerischen filmwirtschaftlichen Verbände, das heißt durch den Schweizerischen Filmverleiherverband und den Schweizerischen Lichtspieltheaterverband, werden in den Kinos periodische Apparatekontrollen durchgeführt. Die Projektoren werden besonders auf den Zustand der filmführenden Teile kontrolliert. Über festgestellte Unregelmäßigkeiten wird der Kinobesitzer orientiert, damit die Fehler durch eine Fachfirma umgehend behoben und eventuelle Filmbeschädigungen verhindert werden können. Selbstverständlich wird auch die Sauberkeit des Vorführraums und die Pflege der Projektoren kontrolliert. Schadenfälle werden sofort untersucht, damit der verursachende Fehler gefunden und weitere Beschädigungen an den kostspieligen Filmkopien verhindert werden können. In verschiedenen Kantonen der Schweiz muss der Kinooperateur, bevor er seinen Beruf ausüben kann, eine Prüfung ablegen. Interessenten können sich auch bei der Technischen Kommission des USLV, der Union Schweizerischer Lichtspieltheaterverbände, zu einer Prüfung anmelden und einen Fähigkeitsausweis erwerben.
Die Operateurprüfungen bestehen aus einem schriftlichen, einem theoretisch-mündlichen und einem praktischen Teil. Die Prüfungsfragen werden gestellt aus den Wissensgebieten der Elektrotechnik, Mechanik, Optik und Lichttechnik sowie über Kenntnisse der Tonwiedergabeanlagen, Projektoren, Filmmaterial, Filmbehandlung und die Filmvorführung. Je anspruchsvoller das Publikum und je komplizierter die Projektionsverfahren, desto bedeutsamer wird die Tätigkeit des Kinooperateurs, von dem in hohem Maße Erfolg oder Nicht-Erfolg der Vorführung abhängen. Auch muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass der Operateur einen großen Teil der im Kino investierten Werte zu betreuen hat und für die dauernde Betriebsbereitschaft die Verantwortung trägt. Aus all diesen Gründen ist es unerlässlich, dass dieser wichtige Posten von einem Mann eingenommen wird, der über zureichende Fachkenntnisse und große Erfahrungen verfügt, die zudem mit der technischen Weiterentwicklung Schritt halten müssen.